wir echt gucken. Noch eine Runde, also bis jetzt in der nächsten Runde, dann habe ich da 4-1 und hier habe ich dann weniger als mehr als meine Hauptstadt. Na gut. Hauptsache die Barbaren sind da unten und konzentrieren sich erstmal nicht auf mich. Das ist ja schon mal wichtig. So. Ja, ich könnte natürlich einen Regierungsplatz da bauen. Ja, den will ich aber noch nicht bauen. Ich baue jetzt mal das. Hier muss ich nochmal gucken. Wie sieht es denn aus? Eine bessere. Naja, also ich habe schon die maximale Produktion erreicht. Ja, leider. Da sind sogar zwei, da ist uns auch zwei. Also eigentlich lohnt sich am meisten das und das, ja. Braucht mehr Bevölkerung. Magnus war nicht mein Gouverneur. Nee, das ist Persönlichkeit, das ist nicht so. Mon Gouverneur. Wohin weise ich denn das gerade zu? Okay. So kommt's. So, noch eine Runde, dann fange ich auch eine große Punkte sammeln. Ich finde es auch schön, dass sie bei Civilization 7 jetzt sagen, dass du nicht mehr mit den anderen darum kämpfen musst, ob du schneller als alle anderen eine Religion gründen kannst, sondern dass einfach jeder Spieler eine Religion gründen kann. Und dass deine heilige Stadt nicht umgeschmissen wird, deine Religion kann niemals vernichtet werden. Ich meine, so ganz realistisch ist es jetzt auch nicht, wenn man sich Zoro Astra anguckt. Ich glaube, es gibt immer noch. Ja, es gibt, glaube ich, keine Millionen Stück mehr davon, aber hey, jeder Queen-Fan weiß, dass Ferdinand und seine Familie Zoro Astra waren. Und der Name ist für uns so ein bisschen merkwürdig, weil Zoroastrismus bezieht sich halt auf Zarathustra. Jo. Ich brauche halt nur 2,5 von 4 oder mehr, damit ich noch einen Stadtbezirk bauen kann. Das heißt, jetzt gucken wir doch mal, was wir hier noch so Sinnvolles bauen können. Also noch ein Siedler finde ich jetzt erstmal Quatsch. Wir könnten halt tatsächlich sagen, wir wollen jetzt mal den Konkret. Das ist eine sehr sinnvolle Sache hier in dem Fall, wenn wir Unitär zusammenkriegen. Das machen wir uns mit den Barbaren. Also ich sag mal so, das ist natürlich jetzt aktuell. In Kürze erreichen wir. Wäre ich noch ein bisschen besser dran, hätte ich die andere Ausrichtung gewählt. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ja, naja. Betrachtet die Vergangenheit, die großen Veränderungen, so viele Reiche. Daraus kannst du auch die Zukunft vorhersehen. Ach ja. Ja, das war schon klar, dass sie den gefangen nehmen. So, und wir wollen als nächstes, ich glaube, Mystik. Ja, also natürlich wäre es cool, Drama und Dichtung zu machen. Und wahrscheinlich wäre es auch cool. Also. Ja, Mystik geht halt am leichtesten und danach sollten wir uns wahrscheinlich auch politische Philosophie spezialisieren, damit wir dann mehr Felder bekommen. Auch das ist ja eins unserer Ziele, so schnell wie möglich voranzukommen, damit wir halt maximale Anzahl an Feldern, an Slots zur Verfügung haben können. So, Magnus ist etabliert. Und wir bestätigen das. Ja. Tier. Ah ja, Produktion für Siedler, das ist doch genau das, was ich dann haben will. So, da ist der.
Oh nein. Ich kann geradet werden. Okay, dann sollte ich aber gucken, dass ich... dass ich ganz schnell... Das sind noch 8 Runden, ne? Das dauert mir, glaube ich, zu lang. Ich könnte... ich den Bonus noch irgendwie bekommen könnte, aber ich weiß halt gerade nicht... Na gut, also wir versuchen mal Forschung das. Ob wir schnellstmöglich einen Bogenschützen bauen können, um uns gegen diese Barbaren da zu wehren. Das Upgrade zu bekommen, damit wir uns gegen die Barbaren wehren können. Und du versuchst zu fliehen. Ja, das war's. Schade. Ja, das ist nicht so tragisch. Den holen wir uns wieder. Gut, dass wir jetzt gleich den Hopliten haben. Ja, es ist das Gleiche, wir haben bald den Hopliten. Genau. Achso, ja, das kostet uns jetzt 30 Gold, ist aber auch nicht so wichtig. Das muss halt erstmal nicht ändern. Das nicht von 30 doch noch sogar ein bisschen passieren kann. So, gleich sind wir da auf 3, das ist schon mal gut. Ja, und der ist gut. Gut, dann habe ich mein Gold zur Verfügung, muss ich sagen. Ja, ich habe halt den Hoplit und damit versuche ich dann da hinten hinzukommen. Also ich muss unbedingt diesmal machen, muss ich 31. Ja, Athen ist super produktiv, aber ich habe halt leider zu wenig Bürger. Aber ich habe jetzt ja Magnus. Insofern. Boah. Das war ja viel günstiger als gedacht. Und ja, also ich finde es immer noch blöd, dass das Rad gilt ja nur an Flüssen. Das gilt nicht mehr am Fluss, also weil das Stadtzentrum muss dann im Fluss sein, was mich immer ein bisschen nervt.